Bereits heute Morgen hatte ich ja schon ein Video zum Wahlkampf in Bayern und den widerlichen Wahlplakaten der Grünen gemacht. Und ich dachte eigentlich, dass das der finale Höhepunkt an schlimmen Wahlkampf ist, den es geben kann. Aber ich habe mich geirrt. Die SPD-Fraktion in Bayern hat jetzt nochmal kräftig einen oben drauf gelegt und wirklich extrem krasse Aussagen zu Hubert Aiwanger von den Freien Wählern in Bayern gemacht. Und zwar geht es um die Flugblattaffäre von Aiwanger, als er 17 Jahre alt war. Heute Vormittag hat nämlich Florian von Brunn, also der Spitzenkandidat der SPD in Bayern, in einem Bierzelt eine extrem abscheuliche Rede gehalten. Schaut euch dazu mal folgenden Ausschnitt an. So, und jetzt einige Worte zu Hubert Aiwanger, der als Wirtschafts- und Energieminister gar nichts geleistet hat, außer großen Reden geschwungen. Aber der steht nicht mal zu seiner Verantwortung, der trickst sich raus. Ja, ich sag heute noch mal was zu dem Flugblatt in seiner Tasche und nicht nur dazu. Und vielleicht mal zum Nachdenken. Sophie Scholl hatte Flugblätter gegen die Nazis verteilt und wurde dafür hingerichtet. Und Hubert Aiwanger hatte in seiner Tasche Flugblätter, in denen tapfere Frauen wie Sophie Scholl verhöhnt wurden. Und da frage ich euch, ist das wirklich eine Jugendsünde? Nein, es ist eine Sauerei, das sage ich euch. Also als ich das gesehen hatte, da musste ich echt noch ein zweites und ein drittes Mal hinschauen, weil ich echt nicht glauben konnte, dass er das wirklich gesagt hat. Die SPD beschwert sich wirklich allen Ernstes darüber, dass Hubert Aiwanger für seine Flugblattaktion keine Strafe bekommt, aber Sophie Scholz damals für ihre Flugblätter hingerichtet wurde. Also fordert hier die SPD allen Ernstes, dass Aiwanger für seine Flugblätter die gleiche Strafe bekommt wie damals Sophie Scholl für ihre Flugblätter? Also fordern hier tatsächlich die Hinrichtung von Aiwanger? Also das ist doch total krank, ja? Ich meine, es ist ja schon abartig, dass die SPD wie immer im Wahlkampf die Nazi-Keule auspackt, weil sie einfach keine anderen Argumente mehr hat. Aber ein Todesurteil, ja, für die Jugendsünden eines Politikers fordern, das grenzt wirklich an absoluten Wahnsinn. Und dazu kommt auch noch, dass es wirklich eine riesengroße Sauerei ist, wenn jemand wie Sophie Scholl so billig vor den eigenen Wahlkampfkarren gezogen wird, wie in diesem Fall. Also die SPD sollte sich wirklich etwas schämen. Und obendrein kommt ja auch noch, dass gerade die SPD einen Bundeskanzler stellt, der in einen der größten Steuerskandale der Bundesrepublik verwickelt ist und sich durch seine Erinnerungslücken seine Verurteilung weiter hinauszögert. Und obendrein bin ich auch fest der Meinung, dass der Kanzler Scholz als Mitwisser am Nord Stream Terroranschlag beteiligt ist und dafür eigentlich lebenslang hinter Gittern wandern sollte. Und solange die SPD an diesem Olaf Scholz an ihrer Spitze festhält und ihn sogar als Bundeskanzler duldet, haben die absolut nichts zu melden, ja, und vor allen Dingen nicht irgendwelche Todesstrafen auszusprechen. Also, anstatt hier ruhig zu bleiben, ja, und mal vor der eigenen Haustür zu kehren, wie ja dieser Florian von Brunn sogar in seiner eigenen Rede sagt, ja, macht die SPD hier genau das Gegenteil. Der SPD-Spitzenkandidat hält diese wirklich widerliche Rede und die Bayern-SPD, die postet diesen Ausschnitt sogar noch auf Twitter. Unglaublich. Hier, da kannst du es nochmal ganz klar nachlesen. Sophie Scholl hatte Flugblätter gegen Nazis verteilt und wurde dafür hingerichtet und Hubert Aiwanger hatte in seiner Tasche Flugblätter, in denen tapfere Frauen wie Sophie Scholl verhöhnt wurden. Ist das eine Jugendsünde? Nein, das ist eine Sauerei. Unglaublich. Also, meine lieben Zuschauer, sowohl die SPD mit dieser Hinrichtungswahlkampfsrede als auch die Grüne mit ihren Kinderwahlplakaten haben sich für die Bayernwahl komplett selbst aus dem Rennen genommen, komplett selbst ins eigene Bein geschossen und sollten dafür auch beide komplett aus dem Landtag fliegen. Und wenn wir schon mal dabei sind, aus dem Bundestag sollten die beiden am besten auch rausfliegen.